Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 9. September 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten in die neue Kalenderwoche mit einem Update vom Frontabschnitt Wuhledar. Seit letzter Woche sind die russischen Streitkräfte an den Flanken der Stadt verstärkt aktiv und versuchen, die Stadt dort zu umgehen. Zum heutigen Tag konnte das russische Militär eine Aufgabe lösen, die für die Einnahme der Stadt wichtig ist. Betroffen ist die an der rechten Flanke liegende Siedlung Wodjane. Im Laufe der letzten ein, zwei Tage konnte das russische Militär das Dorf vollständig sichern. Nach schweren Kämpfen zogen sich Teile der ukrainischen 72. Mechanisierten Brigade aus dem Dorf zurück. Die russischen Truppen konnten den ehemals bewohnten Teil der Siedlung und außerdem das Dacha-Gebiet vollumfänglich einnehmen. Insgesamt wird ein russischer Vorstoß um bis zu 1,5 Kilometer in westliche Richtung festgestellt. An diesen zwei Waldstrichen waren es knapp 1000 Meter in westlicher Richtung. Der Frontverlauf wurde angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dabei dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Die russische Militärführung stürmt aktuell die Kohlemine Pivdeno Donbaska 1, die hier zu sehen ist. Nun leitet die russische Militärführung außerdem den Sturm der Kohlemine Pivdeno Donbaska Nummer 3 ein. Mit dem Sturm der Kohlemine Nummer 3 westlich von Wodjane will das russische Militär die letzte ukrainische Versorgungslinie von Wuhledar abschneiden. Nach dem Wegfallen der O0532-Straße als Versorgungslinie wird Wuhledar über diesen Feldweg versorgt. Zum heutigen Tag ist das also die ukrainische Hauptversorgungsroute. Einen Infanterieangriff unternahm das russische Militär auch in der Siedlung Pavlivka. Eine russische Infanteriegruppe bestehend aus 4 Mann wollte den Kaschlachatschluss überqueren und sich im nördlichen Teil von Pavlivka festsetzen. Diese ukrainische Drohnenaufnahme zeigt, dass die russischen Soldaten den Fluss überqueren konnten, nach ukrainischem Widerstand aber Verluste hinnehmen mussten. Die vollständige Aufnahme kann ich hier leider nicht zeigen. In jedem Fall ist der russischen Gruppe ein Festsetzen im nördlichen Teil von Pavlivka nicht gelungen. Damit hätten wir die Situation am Frontabschnitt Wuhledar geklärt. Weiter geht's direkt am Frontabschnitt Pakrovsk, wo den russischen Streitkräften auch zum Wochenbeginn kaum Geländegewinne gelingen. Am schwersten wird weiter im Bereich der zwei Städte Ukrajinsk und Chirnyk gekämpft. Dort greift das russische Militär hauptsächlich mit Kräften der 27. Division ständig an, wobei der Verband auch von anderen Einheiten unterstützt wird, unter anderem auch von der 114. Schützenbrigade. Die ukrainischen Streitkräfte leisten weiter an der Grenze der zwei Städte erbitterten Widerstand und können so insgesamt den russischen Angriffen standhalten. Auch vor den Städten Selidowe und Mirnohrad kommt es zu schweren Kämpfen. Die russischen Streitkräfte konnten im Bereich der Stadt Selidowe keine wesentlichen Erfolge erzielen. In der Siedlung Rodjewka östlich von Mirnohrad hatten wir gestern aber einen russischen Vorstoß besprochen. Heute räumt die ukrainische Seite ein, dass der russische Kontrollbereich in der Siedlung etwas größer ist als gestern angenommen. Russische Einheiten konnten sich demnach an der Schkilner Straße festsetzen, das ist diese Straße im Zentrum der Siedlung. Umkämpft wird aktuell der Bereich des ehemaligen Kindergartens. Das Schulgebäude an der Grenze der Siedlung konnte das russische Militär inzwischen einnehmen. Der russische Kontrollbereich wurde also um bis zu 250 Meter in westlicher Richtung vergrößert. Auch im östlichen Teil kontrollieren die russischen Streitkräfte etwas mehr Gelände als zuvor angenommen. Hier wurde der russische Kontrollbereich um bis zu 350 Meter in nördlicher Richtung vergrößert. Dort fällt ein weiterer Abschnitt der Tscheluschkiner Straße an die russischen Streitkräfte. Am Frontverlauf wurde eine Nachkorrektur vorgenommen, dabei fällt im Vergleich zum Vortag dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Das ukrainische Militär versucht aktuell den Frontverlauf in der Mitte der Siedlung zu stabilisieren. Dazu unternehmen ukrainische Einheiten teilweise auch Gegenangriffe mit motorisierten Kräften. Das zur aktuellen Lage am Frontabschnitt Pakrovsk. Nach den erfolgreichen Gegenangriffen der ukrainischen 12. Spezialbrigade und der 53. Mechanisierten Brigade startete das russische Militär heute wieder einen größeren Angriff in Richtung der Siedlung Nelibivka.
Laut Angaben mehrerer ukrainischer Militärblogger setzte das russische Militär 6 gepanzerte Fahrzeuge für diesen Angriff ein, mit denen Infanterie in das Dorf Nelipivka eindringen sollte. Als Folge der Kämpfe gelang es den ukrainischen Kräften, 4 der 6 Fahrzeuge zu stoppen. Die übrigen 2 zogen sich wieder in südlicher Richtung zurück. Die Ukraine hält weiter am nördlichen Teil von New York fest. Der Frontverlauf bleibt folglich unverändert. An der östlichen Grenze der Stadt Toretsk räumen ukrainische Soldaten ein, dass das ehemalige Straflager in einen Halbkessel genommen wurde. Die 100. mechanisierte Brigade versucht, das befestigte Objekt zu halten, ist jedoch in einer sehr schwierigen Lage. Laut ukrainischen Soldaten würde die Einnahme des Straflagers der russischen Seite die Möglichkeit geben, die Angriffe in Richtung des Zentrums von New York auszuweiten. Entschuldigung, ich meinte natürlich nicht New York, sondern die Stadt Toretsk. Das zur Lage in diesem Bereich. Ansonsten gibt es keine Veränderungen bis auf die Situation an der Kurskfront. Dort gibt es ein Update von der ukrainischen linken Flanke. Als Folge der Kämpfe um das Dorf Krasnoktjabrske konnte das ukrainische Militär die volle Kontrolle über das Dorf herstellen. Die russische Seite veröffentlichte eine Drohnenaufnahme, auf der zu erkennen ist, wie ukrainische Truppen im westlichen Teil von Krasnoktjabrske mit Artillerie angegriffen werden. Mit dieser Aufnahme bestätigt die russische Seite, dass das ukrainische Militär die volle Kontrolle über die am Sejm-Fluss liegende Siedlung erlangen konnte. Am Frontverlauf wurde folglich eine Korrektur vorgenommen. Dabei fällt im Vergleich zum Vortag dieser Bereich von der grauen in die gelbe Zone. Die ukrainischen Truppen konnten also die letzten 500 Meter im Dorf zurücklegen. Das Bezirk Gluschkowo bleibt weiter isoliert und ist auf Pontonbrücken angewiesen. Die ukrainische Artillerie greift wiederum diese Brücken ständig an und so kann die russische Seite eine errichtete Brücke nur wenige Tage, manchmal sogar nur wenige Stunden nutzen. Trotz der erschwerten Logistik über dem Seine-Fluss kann das ukrainische Militär nicht weiter in westlicher Richtung vorrücken. Es mangelt hauptsächlich an Reserven, die das ukrainische Militär für weitere Angriffe in den Kampf führen müsste. Auch an anderen Abschnitten der Kurskfront kommt es regelmäßig zu Zusammenstößen. Hauptsächlich ist die russische Seite im Bereich der Siedlung Karjanowo aktiv. Die ukrainischen Streitkräfte wiederum versuchen, die Frontlinie im Bereich der Siedlungen Kamuschewka und Kremenoje zu begradigen. Außerdem meldet die russische Seite ukrainische Angriffsversuche im Bereich der R200-Straße nordöstlich der Stadt Sudja. Umfangreiche Gegenangriffe hat das russische Militär zum heutigen Tag noch nicht begonnen. Die ukrainische Seite erwartet jedoch, dass dies zeitnah geschehen wird. In der letzten Nacht unternahm das russische Militär einen weiteren Luftangriff auf einige Teile der Ukraine. Angegriffen wurde hauptsächlich der nördliche Teil des Landes, wobei die ukrainische Luftabwehr in den Regionen Tscherkasse, Kyiv, Tschernichiw und Sumy aktiv war. Darüber hinaus auch in der Region Dnipro. Angegriffen wurden diese Regionen mit 8 Angriffsdrohnen des Typs Shahid-136 und 3 luftgelenkten Raketen des Typs H-59. Die ukrainische Luftabwehr meldete heute Morgen den Abschuss von 6 der 8 Drohnen, wobei die anderen beiden Drohnen anderweitig abgestürzt sind. Zudem wurden 2 von 3 Raketen abgefangen, wobei auch hier die eine Rakete ihr Ziel nicht erreicht haben soll. So zumindest die Angaben des ukrainischen Generalstabs. Zu Explosionen kam es nachts in der Region der Stadt Dnipro. Die Ursachen dafür bzw. die Folgen sind nicht ersichtlich. Auch anderweitig gibt es keine Hinweise dafür, dass die russischen Raketen und Drohnen irgendwelche Objekte treffen konnten. Damit belassen wir es heute mit einem kürzeren Bericht. Wenn Sie diesen Bericht trotzdem informativ und hilfreich fanden, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das mit einem Daumen nach oben zeigen würden. Abonnieren Sie gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine und teilen Sie das Video mit Freunden und Bekannten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.